Hallo liebe Mitreisende, herzlich willkommen zur Woche 4 unseres 6-monatigen Roadtrips durch Schweden, Norwegen, Finnland und wo es uns dann auch immer hintreibt. Diese Woche geht es hauptsächlich um den, wie heißt das, Wildmarkswegen. Das soll die letzte Wildnis in Europa sein, 500 Kilometer lang und ist eigentlich eine Rundtour im Norden von Schweden. Und ich glaube, das wird uns jetzt die Woche über beschäftigen. Und bisher ist wunderschön. See, perfektes Wetter, blauer Himmel, also wie man sich das wünscht. Ich wünsche euch viel Spaß. Mal gucken, was die Woche bringt. Wir werden auch weiterhin versuchen, jede Woche ein Video hochzuladen. Aber guckt euch mal das Wetter an. Da hat natürlich, hoffe ich, jeder Verständnis, dass ich nicht im Floh sitze und Videos schneide, sondern lieber hier draußen in der Sonne. Also wenn ihr Glück habt und wir Pech, dann haben wir ein paar Regentage und dann sind wir weiterhin zeitnah dabei. Ich habe gerade gesehen, 5000 Abonnenten bei YouTube. Danke Leute, herzlichen Dank. Wir freuen uns riesig. Super. Unser neuer Platz. Wir nähern uns der Seekante immer weiter an. Läuft doch, oder? Also, ich musste zwar hinten rechts komplett auf den Keil fahren, das sieht ein bisschen kriminell aus, aber ich glaube, so gerade standen wir noch nie. Da fällt keine Tür auf oder zu, steht super der Floh. So, wir sind nicht weit gekommen, wir sind nur 60 Kilometer gefahren, aber das Wetter ist einfach zu gut. Heute machen wir nicht mehr viel. Heute relaxen wir ein wenig. Kann sich sehen lassen, unser View. Steht irgendwo der Floh. Ja, hätte mal befolgen können. Ja, kann ich nicht drin wandern. So, nachdem wir uns jetzt einen Tag geschont haben, geht's jetzt hier schon mal wieder krass den Berg hoch. Bin schon außer Atem. Ich glaube, wir haben jetzt 400 Meter geschafft. Ah, wir sind halt, wir kommen aus Norddeutschland. Da ist überall flach. Also falls man harte Trommelschläge hört, das ist mein Herzschlag. Schon ganz schön weit oben. Und es geht noch weiter hoch. Alter Schwede.
YouTube, Selbstdarstellung. Alles gar kein Problem, wenn man ein bisschen sportlich ist. Am Arsch. Ist wohl ein Problem. Ist scheiß anstrengend. Ich hoffe, das lohnt sich, hier rauf zu krabbeln. Aber Susi ist super sportlich, die schnauft noch nicht mal. Nö. Ich bin schon wieder am Ende. Auch nicht, Hasi. Ach, immer aufs Rauchen schieben. Also nur, dass ihr Bescheid wisst, der alte Sack quält sich hier nur hoch wegen den ganzen Likes. Also ich erwarte, dass ihr jetzt das Video pausiert und mir einen Daumen nach oben gebt für diese Anstrengung, damit ich auch auf den nächsten Berg für euch noch wieder hochkrabbel. Ich mache das natürlich auch wegen der Aussicht. Jetzt habt ihr alle geklickt. Ha, guck mal. Hammer, oder? Hammer. Da, unten. Ist die Straße. Da parkt irgendwo der Flo. Naufkrabbelt doch mal. Ja. So, für uns ist das der Gipfel. Eigentlich ist das Endziel da hinten der Berg. Das sind aber locker noch mal 150 Meter höher. Und wir machen ja effizientes Wandern. 60% der Anstrengung, 80% des Ausblicks. Und ich glaube, da hinten kommt auch wieder ein bisschen Wetter und wir wollen kein nasses Fell kriegen. Deswegen gehen wir jetzt zurück. Und hier habe ich auch gar nicht so viel zu meckern über den Weg. Natürlich gibt es hier Wurzeln und Steine. Wir sind im Wald. Aber es geht halt nicht die ganze Zeit über spitzes Geröll. Also kann es hier relativ easy lang gehen. Schöner Weg. Macht Spaß. Vor allem, was runtergeht. Kurzzeitig out of the woods. Über die Lichtung. So, wir sind wieder unten auf der Straße. Und weil hier unten an der Straße der kleine Parkplatz zu dem Kalberget schon voll war, stand ein Wohnmobil und ein Jeep. Und an der Straße stand auch noch ein Wohnmobil, sind wir einfach ganz frech hier mal in den Berg reingefahren. Also wir sind hier reingefahren, diese kleine Schotterstraße. Und haben den netten Mann, den wir da oben getroffen haben, gefragt, ob das okay ist, wenn wir unseren Flo da parken, um auf den Berg zu kraxeln. Und natürlich, wenn man den Leuten nett begegnet, ist das auch alles kein Problem. Er sagt, nur nicht über Nacht bleiben, das finden sie nicht so cool. Aber das wollen wir ja auch gar nicht. So, nochmal einen kleinen Berg hoch. Da haben wir den Flo versteckt. Schön an den Rand gestellt, damit wir niemanden behindern. Keinen blockieren. Und alles gut. Wieder zurück. Dann werden wir uns jetzt mal ein kleines Plätzchen für heute Abend suchen. Heute stehen wir mal so richtig frei. Wir sind hier so einen Feldweg gefahren und ich glaube, da hatte selbst der Flo seine Schwierigkeiten, weil er war ein bisschen breit für die Spur. Und das ist mal richtig, richtig in der Wutz. Und wir erwarten Wetter und den Elch. Also wir wohnen direkt am Elchködel, trinken jetzt da unser Bier. Und also wir wären bereit, wenn der Elch kommt, so gegen 22 Uhr. Weil dann muss er sich auch beeilen, danach gehen wir schon bald ins Bett. Wir halten ja immer nicht so lange durch. Und heute sind wir auch noch auf den Berg gekrabbelt. Ich finde, diese Knödel da sehen aus wie perfekte Grillanzünder. Stefan überlegt jetzt, ob wir reich werden mit einem Online-Business. Genau, voll nachhaltig. Er testet das jetzt super nachhaltig. Bio. Dann kaufen wir uns sofort Elche, wenn wir zu Hause sind. Wenn das brennt. Oh, hier ist ein bisschen Wind. Es riecht schon mal nicht, das haben wir schon getestet. Schmeckt auch noch nichts. Das haben wir nicht getestet.
Ja, so richtig, es glimmt. Es riecht aber gar nicht mal schlecht. Vielleicht können wir es als Raumduft verkaufen. Bio und nachhaltig. Vielleicht für die Kiffer. Anstatt Räucherstäbchen fällt das beim Nachbarn nicht so auf. Vielleicht riechen tut es nicht. Elchpup. Angezündeter Elchpup. Ja. Machst du da dann beiden vor? Nö. Wie? Nee. Man könnte meinen, wir lassen dich verhungern. Das ist doch bestimmt nicht gut, oder? Rohrblätterteig mit Butter. Hallihallo, wir stehen ja hier im Wald und ihr habt Glück. Es hat die ganze Nacht wie aus Eimern geregnet und auch den ganzen Morgen und es soll bis um 2 noch weiter regnen. Also, Videoschnitt. Wir haben hier sogar super Empfang, also mitten im Wald und alle haben gesagt, im Norden wird das schwer und schlecht mit dem Internet. Können wir nicht sagen. Wenn euch das interessiert, schreibt mal einen Kommentar, dann machen wir auch mal ein Special, wie das mit dem Internet bei uns funktioniert und was wir hier gemacht haben, damit wir immer schön online sind. So. Nachdem wir den regnerischen Vormittag mit YouTube-Schneiden verbracht haben, scheint jetzt wieder die Sonne. Das heißt, wir muggeln uns jetzt hier mal wieder aus unserem Waldstück raus und fahren mal weiter. Jetzt gerade hier auf dem Campingplatz in Gedeke und müssen mal unseren Müll entsorgen. Das kann man hier ganz easy machen. Service Fee 20 schwedische Kronen, umgerechnet 1,80 glaube ich. Dafür kann man den Müll wegwerfen. Das ist okay. Also mein Tipp, wenn man hier hinfährt, nachmittags, ist jetzt 20 vor 5 und jetzt steht die Sonne so, dass sie den gesamten Canyon runterleuchtet. Also es ist wirklich sehr, sehr schön. Hier braucht man gar nicht viel erzählen. Traumhaft schön. Thank you.
hat es gar nicht gemerkt auf dem Weg nach unten, dass es zurück auch wieder hoch geht. Hier muss man auch ein bisschen gucken, wo man hintritt. Nauf, nauf, nauf. Ich würde sagen, da hat Stefan einen tollen Stellplatz gefunden. Dahin ist der See. Da sind noch schneebedeckte Berge. Die Michelin XZL Reifen haben sich deutlich bewährt. Den Berg hier hoch, das waren, ich würde mal sagen, es sind über 20% Steigung. Aber der Flo ist da sauber im ersten Gang hochgekrabbelt. Ich habe hier gerade so ein Büschel Rentierfell gefunden. Also wer gesehen hat, wie unsere Katze auf Kartoffeln steht, sieht jetzt, wie sie auf Champignons steht. Wir wissen nicht, warum sie so eine Veggie-Cat ist. Aber das haben wir schon auf unserem ersten Trip mit ihr in Polen festgestellt, als wir das Gemüse vorbereitet haben fürs Abendbrot, sie Paprika gegessen und Champignons. Heute gibt es sowas wie Puten-Gyros oder Hähnchen-Gyros, Sweet Chili. Es wird langsam. Und dazu, für die Vitamine, gibt es noch ein bisschen Pfannengemüse, was ich jetzt auch noch ein bisschen anbrate. Und alles zusammen sieht dann so aus.